So, Leute, Elo wird heute gefahren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch schnell aufsteigen. Ihr könnt noch schnell auf dem Elo-Zug aufsteigen, aber jetzt, ihr müsst dann Tickets kaufen. Wer möchte noch? Wir müssen mit meinem Schacko ein bisschen besser im Late-Game werden, weil ich im Throw immer, wie so ein Throw-Lord. Die Frage ist halt, Burst oder kein Burst in dem Game? Ich glaube, actually, wir bauen hier Krakenslayer wieder. Weil... Erstmal haben wir dann so zwei Tanks, mehr oder weniger. Wir haben ein relativ gutes Team und die haben halt... Die sind halt alle nicht so unburstbar. Also es geht. Der hier ist burstbar und der vielleicht auch, aber... ja, weiß ich nicht. Die sind halt alle ein bisschen tanky. Das ist der Lashezug. Ja, genau der. Chaco hat auch einen Arcanist. Ja, irgendwie sowas, genau. Arcanist Chaco. Ich glaube, das ist er wirklich. Na. Wer der neue Xim, was für dich? Ach so, ist das jetzt schon der Reworked oder ist der noch ein PBE? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Was haben die mit ihm gemacht? Bau AP-Chaco, ja, aber erstmal für AP-Chaco habe ich die. Also, ja. Vielleicht würde ich nochmal AP-Chaco probieren, weil es ja jetzt anscheinend auch wieder im Trend gekommen ist durch den Weber. Aber. Naja. Naja, du weißt schon, ne? Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, du. Naja, Lane Chaco nicht. Ich würde schon jungeln da. Ich finde, auf der Lane geht zu viel. Klar, Lane Chaco ist richtig toxisch. So toxisch lustig. Aber ich finde, auf der Lane Chaco geht zu viel Potenzial verloren. Das ist so, als wenn du Lee Sin auf der Lane spielst. Du hast so krasse Gankmöglichkeiten. Es geht einfach verloren. Aber mein Clear ist schon, wenn ich nicht im Early Game reininte, relativ sahnig, würde ich sagen. Jetzt hier eine Box hin, kurz gucken, dass die da bleiben und fertig. So. Oh, der eine überlebt, glaube ich. Nee. Mehr Range auf dem Dash und AP. Ist das denn jetzt schon da? Oder kommt erst? Okay, Kill auf den Boy ist schon mal nicht schlecht. Oh, guten Tag. Guten Abend. Komm schon. Box, 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 Box. Later! Dieser Chaco ist der Beste! Komm, 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 komm. Ah, okay. Ja, easy. Ich habe noch nie so easy einen Kill geholt. Der war ja free 1000. Ich werde mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster wagen, aber ich sage, mit AP Chaco hätte ich das nicht gemacht. Hey, Leute. Und er ist auch noch... Wow. Ist, oh, shit. Nein, wir gewinnen. Oh, nein. Wir gewinnen. Das heißt, wir verlieren gleich. Oh, Mann. Ich hasse solche Games, wo wir direkt gewinnen. Oh, nee. Das ist scheiße. Man muss halt echt versuchen, dass man am Anfang erstmal ein bisschen verliert. Weil jetzt ja keiner... Was will ich jetzt machen? Noch mehr gewinnen? Wie unrealistisch ist das denn bitte? Ich meine, da kann ich ja gleich AFK gehen. Wenn ich noch mehr gewinnen würde, was natürlich möglich ist, dann würde ich ja noch mehr verlieren. Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Sollen wir aufgeben irgendwie? So, wie, ab wann kann man surrendern? Eigentlich? Oh Mann, kann er nicht aufhören, ey. Manche Leute kriegen auch nicht genug Kills, ne? Danke, immerhin ist er jetzt mal gestorben. Das heißt, wenn er aber oben ist, ist er nicht unten. Wenn jemand nicht... Hä? Leute, ich will den Tonti haben. Leute, Autotech. Ich will aber auch nicht sterben, ne? Und jetzt bin ich weg. Nein, ich bin wieder da. Autotech E. Oh Mann, das macht mich jetzt. Aber immerhin haben wir jetzt verloren. Das heißt, wir können jetzt anfangen zu gewinnen. Schön. Mehr wollte ich doch gar nicht. Aber dass Niazur im Flutz rumläuft. Niazur, der gestorben ist, im Flutz rumläuft. Das macht mich auch ein bisschen wild. Und das macht mich noch wilder. Mir fehlt ein bisschen Gold. Da machen wir erstmal das so. Machen wir erstmal das. Ja, das ist natürlich jetzt sad. Wie sieht's aus? Jetzt haben wir aber... Jetzt haben wir gute Grundlagen zu gewinnen. Oh boy. Komm zu mir. Komm ins Licht. Das ist das falsche Licht. Das ist das falsche. Oh, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Box, 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 box. Oh, das ist noch eine Ding. So, Dingsfrau. Nicht. Nein. Ich hab noch. Ich hab nichts. Ich hab Smite. Oh. Oh boy. Also, sie ist jetzt einfach from hero to zero. From big to no to world a bit up. 3-0. Okay. Cool. Ja, Leute, gut.
Okay, aber mein Blue ist noch da. Wir kaufen uns vorbildlich einen Gandrollwort und wir kaufen uns das Ding auch. So, auf geht's. Jetzt können wir halt anfangen zu gewinnen. Schön. Im Prinzip haben wir die Gegner jetzt da, wo wir sie haben wollten. Ein schönes 6-6. Am besten also, die Schuhe habe ich jetzt nur gekauft, weil es für das andere Ding nicht gereicht hat. Das Jungle-Item zu bauen. Also, ich sage immer Jungle-Item, ne? Dieses... Das Teil hier ist ja ein Jungle-Item. Du machst mehr Damage an Monstern. Das Ding wäre Prio 1 immer, always. Always Ultras. Ist der hier noch da? Nope, aber die sehen mich nicht. Ich könnte mal eine Gang-Copy... Oh, der Sinn ist auch da, Leute. Ich bin da, ich bin about, ich bin da. Don't die, bitte don't die. Don't die. Das sieht nicht gut aus, das sieht ganz ungut aus. Wow, 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 okay. Jetzt wird's richtig heiß und speisig, Leute. Heiß und speisig. In dem Game ist eine QSS gut. Ja, jetzt sollten wir wieder gewinnen, das stimmt halt. Eine QSS gegen. Naja, Leonastan, Ari-Charm. Aber das war's auch, oder? Das war's. Mehr kommt da auch nicht. Gut, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Was heißt konzentrieren? Ich bin ja, ich bin immer zum Helfen. Das war Helftode, waren das. Ich hätte mich auch raushalten können, aber ich bin halt zivilcouragemäßig reingegangen, um zu helfen. Wir sind Level 4, Xin ist 5. Goodie. Goodie, 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 goodie. Wie sieht's oben aus? 2 Einser, schön. Red Buff kommt. Das Game ist free, ja, das ist sowieso klar. Also ich denke, ich werde wieder Styrax und Krake bauen. Eine Krake. Und dazu ein Sake. Ja, natürlich grinden wir jetzt. Helo Grind Express ist unterwegs. So, eigentlich Red Buffs meinten ist richtig dumm, wenn man AD Damage macht, weil man ja eh mehr Damage an den Boy macht. So, was können wir machen? Die haben Drachen gemacht. Ich glaube, wir gehen mal kurz ein bisschen, damit wir schnell auf Level 6 kommen. Weil ich glaube, Xin ist schon, ja, Xin ist schon 6 und er ist ein bisschen vor mir gerade. Deswegen fahren wir mal ein bisschen hoch kurz. Top Lane sieht gut aus. Er kriegt halt den Hals nicht voll. Woher kommt dieses Sprichwort? Den Hals nicht voll kriegen. Ja, also man kriegt halt nicht genug Essen in den Hals. Der wird halt nicht voll, der Hals. Aber ich meine, wie soll der Hals auch voll werden? Das ist ein Rohr. Das ist so, als wenn du wenn du oben in eine Wasserrinne was reinkippst. Das läuft ja unten dann raus, in so einem Rohr. Das Rohr nicht voll kriegen. Klar kriegst du es nicht voll, unten ist ein Loch. Ich meine, wer hat sich das ausgedacht? Man müsste sagen, den Mund nicht voll kriegen oder den Magen nicht voll kriegen. Okay, cool. Aber den Hals? Ich meine, da machen wir uns jetzt schon ein bisschen lächerlich. Kixin ist unten, das heißt, wir nehmen ihm mal alles mit hier. So, was, wir müssen auf jeden Fall Botlane helfen. Der ist jetzt von 0-2 oder so auf 4-2 gegangen. Wukong macht eventuell Taunty. Oder wardet nur. Ne, da ist er. Aber der kann ja nichts, oder? Na gut, Ari ist big in business. Ich habe leider auch noch keine Aldi-Mate. Aber er kann, ja, das hier kann er nicht machen. Das ist auch nicht der Richtige, oder? So, kann ich das hier machen? Ich habe halt jetzt keine Box mehr für dein scheiß Schild, das ist ein Problem. Wir müssen jetzt mal das Jungle-Item da fertig bauen. Sehr gut, der Darien. Der Darien hat Blut geleckt. Woher sagt man Blut lecken? Okay, ich habe Blut geleckt. Also ich meine, ja, also es gibt da einen Begriff, wo Blut... Ja, das ist schwierig. Oh, jetzt mache ich seine Wave kaputt. Ich dachte, er geht back. Ja, sorry, ich dachte, du gehst back, Buddy. Ja, also, ja, Harold könnte ich auch mal. Ich kaufe mir jetzt erstmal mein Item, weil ich verliere übel viel Jungle Speed, wenn ich das nicht habe. Alles, was ich angreife, kriege ich einfach massiv weniger Damage. So. Ja, Harold muss ich echt mal öfter machen. Ich mache den echt sehr selten. Und Botlane, oh mein Gott. Die kacken voll rein. Ja, also, nee, Blutgeleck kommt ja eher von, wahrscheinlich von, vom Krieg, oder? Oder hat es mal jemand gesagt? Oh, ich habe Blutgeleck. Weil vielleicht noch Blut an einem Schwert war, von dem, den man kaputt gemacht hat und gesagt hat, okay, lecker, geil. Lecker, Schmecker, Blut und Säcker. Die können wir töten, oder? Ah, so wird das nix. Es könnte aber sein, dass der Boy noch da ist. Und sie ist geslaut. Slow ist drauf. Oh, Boy. Schön, Geld, 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 Geld. Schön, 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 schön. Jetzt muss sie nur nicht mich richtig angreifen. Dann habe ich das. Gute Xin-Attacke. Slecker, lecker, super Schmecker. Das ist hier. Da ist eine Box. Da ist eine Box, 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 Box. Wieso verrät mich Box? Wieso macht sie nichts? Viel zu spät. Viel zu spät. Viel zu spät.
Ja, oder? Oder ist es vielleicht so. Meint. Wow, ich glaube, das haben Vampire gesagt. So, wow. Jetzt habe ich Blut geleckt. So. So, dass man so. Ja, so, boah, nee, sein Blut ist bestimmt voll nicht lecker, ey. Das sieht man doch schon. Und sein Puls, der ist überhaupt nicht gut. Und dann hast du also irgendwie so, ja, okay, ich probiere mal. Und dann, wow, okay, ich habe ein bisschen was von seinem Blut geleckt. Das ist echt lecker, ey. Muss man probieren. So, wow. So, ist es das? Vielleicht. Was ist das hier? Ich habe leider keine Kühe, aber ich bin hier sicher in meiner Box, ne? Box. Ach, Rudi. Was? Und das war jetzt Wolf oder was? Ich würde jetzt gerne schreiben, Rudi. Er kann einfach immer ulten, so viel er will. Ich habe aber einen Slow, Brudi. Was machst du denn jetzt? Besser. Wie sieht's aus mit Dragonium? Was ist denn das? Wasserdrache. Ein Wasserdrache. Das Sprichwort kommt von der Mafia, als sie im Braten eine Waffe vermutet haben. Möglich. Der gute alte, ne, den Braten riechen. Ich riech den Braten. To be, was heißt das auf Englisch? Was heißt denn riechen? Smell. To be smell the braid. The brethering. To be smell the brethering. Könnte sein, dass hier was kommt. Nope. So, was können wir wo machen? Ich würde sagen, potenziell Botlane. Oder ne, eher da oben. Ich muss immer da sein, wo Yasuo ist. Wobei ich auch den Drake machen würde, oder? Das ist jetzt smart, ich mache jetzt den Drake. Ich muss mal ein bisschen mehr für Objectives gehen. Die haben Haraldo gemacht, ich mache jetzt den Draco, Malfoy. Allerdings ist das Problem, wir haben nur ihn unten und wir haben hier zwei Leute am Around Bean. Ist ein bisschen greedy, aber ich würde es eingreeden. Ich würde es machen. Ich bring mal ihn um Hilfe, vielleicht kommt der Boy ja. Weißt du, Drake will keiner machen. Hauptsache, alle, mein ganzes Team ist tot. So, können wir Botlane ganken? Ich könnte an... Ah, ich habe ohne den Klon, der ist jetzt eh gleich weg. Jo. Dann holen wir uns den Dreadbuff. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen bad. Ein bisschen bad ist das. So, wir machen jetzt erstmal gleich den Sterax fertig, den Krankenslayer, meine ich. Kixin ist bei mir im Jungle. Mein Red ist anscheinend sogar noch da. Schön. Dann nehmen wir ihm mal ein bisschen was weg. Leider macht der Affe da unten Stress. Haben wir Krake fertig? Ja, gut. Und dann gehen wir jetzt wieder Ravenous, Derax. Ich glaube, das ist ein guter Bild. Oder nicht? Bei Ravenous bin ich mir nicht 100% sicher. Aber Ravenous gibt uns Livestream, was sehr cool ist. Es gibt uns CDR, was ziemlich cool ist. Und ein bisschen AOE-Damage, was nett ist, I guess. 17:10, das Game ist free. Oh Gott. Hätte es Herald gehabt, wäre das nicht passiert. Ja, hätte mein Team nicht reingestorben, dann wäre das auch nicht. So, was geht hier? Können wir die töten? Duck, ich habe die falsch angegriffen. Really? Really? Okay, easy, slap. Wow. Ohne Witz. Ohne Worte und ohne Witz. Gut, aber gut, Kill ist ein Kill. Nayado, Colorado. So, Darien. Hier ist Darien Power, Leute. Tank Design. Das ist... Darius ist ein richtiger Tank-Designer. Oh, schade. Hätte er das getroffen, hätte er ulten können. Oh, dieser... Das hier wird halt ein Problem. 8-3-7. Ich denke, mit Sterax habe ich eine Möglichkeit... Ah, Mann, ich sag immer Sterax. Mit Krake habe ich eine Möglichkeit, ihn zu töten. Wir brauchen aber noch ein bisschen mehr Power, weil da fehlt noch was. Warum spielen jetzt alle Everfrost? Ist das jetzt Everbroken oder was? Ich bin halt gerade nur am Farmen. Ich bin immer auf der Couch rein. Was ist hier los? Oh, das ist eine Falle. Können wir den töten? Ich glaube, die Antwort ist nein. Kill ihn. Oh, schön. Also alleine hätte ich es nicht geschafft, aber... Ja, allein. Ich meine, er hat auch 8 Kills, Leute. 8. Achte. Ja, dann bist du ja jetzt richtig ausgeschlafen, oder nicht? Aber darfst nicht nochmal schlafen, sonst kannst du heute Nacht nicht schlafen. So. Ja, gut. Drache habe ich geholt. Als nächstes kommt Infernal Dragos. Everos, gleich CC, gleich Mokyu, gleich Mojiji. Okay. Der ist nicht da. Der Affe. Oh, das ist gar nicht der Affe. Das ist der Speer. Apes Together Strong. Ich könnte kompilieren. Potenziell. Okay, never mind though. Good word.
Das Problem ist, so früh in dem Game ist halt meine Q noch auf 1000 Cooldown. Wenn jetzt irgendwas passiert, habe ich einfach keine Q ready. Oh, this is not so bad. Ja, schön, 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 schön. Ich würde gerne. Schön! Schön, schön, schön! 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 Oh, das sind wieder die schönen Krähen. Die sind wieder, die kommen aus dem Süden. Schön! Schön! Ich fühle mich irgendwie tot. Ja, das ist meistens so. Deswegen, man darf nicht länger... You don't have to sleep longer than 20. Wenn du länger als... Ich sag, oder... Wenn du länger als 25er schläfst, dann bist du müde. Weil dann quasi dein PC auf Reboot ist. So, der ist runtergefahren. Und bis der erstmal wieder hochgefahren ist, dauert. Na? Wir machen mal hier ein bisschen Tower-Tanking. Wer will jetzt surrender? Lass mich raten. Es ist, der Supporter? Nee, all... Der Toplaner, natürlich ist es der Toplaner. Beziehungsweise ist es halt immer der, der am meisten killt. Weil wir nicht wert sind. Wir sind es nicht wert, dass er uns trägt. Kann ich die bitte noch haben? Danke. Damage ist bei mir noch ein bisschen dezent, muss man zugeben. Ausbaufähig. Aber, ja, ich sehe mich in dem Game, Leute. Ich sehe mich. I see me. I see me. Da geht was. Die Frage ist, wo läuft der lang? Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Kopfschon, okay. Das wären die Schönmöwen. Ja, hä? Hast du in Storchologie nicht aufgepasst? Und was die Schönmöwen sind halt, die sind ein bisschen verwöhnt. Die sind noch im Süden. Die sind noch nicht wieder da. Die Schönmöwen? Ich dachte, das wüsstest du wohl. Das ist eigentlich Allgemeinwissen. Schade, dass die Leute das nicht wissen als Allgemeinwissen. Heißt Allgemeinwissen Allgemeinwissen, weil es allgemein zu wissen ist? Komm schon! No! Okay, ich lebe. Ich muss mal eben shoppen. Shoppy Mac Shoppenstein. Ja, Leute, ich wäre da eher raus, ne? Wahrscheinlich in die jetzt und dann bin ich wieder der... Ich bin wieder der Vogel. Ja, ist ja nicht so, als hätte ich es gesagt, aber ich habe es ja gesagt. Ich finde es eine Basis, korrekt. Oh, aber da verblutet keiner. Ich bin about, macht noch ein bisschen. LeBlanc ist halt eine Vase, muss man wirklich sagen. Also, ich meine der Champion. Nicht jetzt diese LeBlanc generell, sondern der Champion ist eine Vase. Kann ich den töten? Weiß ich nicht. Ist halt ein, der ist gerade alleine am Drake. Noch gar nicht. Okay, die jagen noch. Wie viel hat der? Der ist voll. LeBlanc ist am Juken. Smoke. Oh, das könnte eine Prank-Compilation werden. Das weiß der Shit. Brethering! No. Aber ich bin so froh, dass ich meine E getroffen habe, obwohl da so ein Schild stand. Und ich mittendrin stand, mehr oder weniger. So, immerhin haben wir jetzt Ravenios. Ravenios, Leviosa. Okay. Gut, und jetzt müssen wir halt Tankiness. Wir sind aktuell in der 8-6. Ist weder cool noch... Naja, es ist okay, ne? Es ist okay. Wir spielen ja auch das Tank-Design. Deswegen ist es nicht so wild, wenn wir mal ein bisschen sterben. Wenn wir jetzt Assassin, klar. Klar. Aber hier, ne? Ich sag, ich werde hier kompilieren. Absolut. Ich sehe mich. Und deswegen jetzt Haferflocken. So. Auf geht's. Ich spüre die Kraft. Ich spüre die Macht. Diamant macht aber echt wenig AOE-Damage, oder? Ich spüre die Kraft. Ich spüre die Macht. Für Grayskull. Don't die. Don't die. You don't have to die. If you die now, you are dead. Forever gone, forever done. Ich bin unterwegs. Ich werde die Unterstützung leisten. Bitte don't die. Never to never tomorrow. Und libbidi babbidi boobidi swabbidi. Ich brauche hier nicht ulten. Ich brauche hier nicht ulten, weil ich bin mittlerweile Tank-Designer. Oh boy. Gedodged, wie so ein Dodgy. Oh boy. Okay, er will natürlich jetzt die ganze Zeit zu rendieren, weil er einfach Toxic 1000 ist. Klar, versteht man? Versteht man? Könnte ich den smiten? Könnte. Ich habe noch 3, 2, 3, 3. Oh boy. Okay, das war Glücki. Glücki. Aber er hat ja auch keine Ult mehr. Gut, wir heilen uns erstmal ein bisschen. Heilen, schmeilen. Mal kurz ein bisschen heilen. Ein bisschen Geld sammeln. Uns liegt die Welt zu Füßen. Was heißt das auf Englisch? The world is my feet. Lying. Oh,
happening. Würde Tobi gerne mit Vollbart sehen? Ja, das macht 1000 Euro. Ich meine, alles hat seinen Preis. Außer die Wurst, die hat zwei. So, jetzt haben wir langsam mal ein paar Punkte im Queue. Ich glaube, ich kann jetzt, wenn ich meine Ult habe, das ist die Voraussetzung, können wir Solo-Leute snacken. Mir fehlt noch ein bisschen Power, um Yasuo zu snacken. Da fehlt mir noch ein bisschen. Und bei Ahri weiß ich nicht, ob sie zu mobile ist. Ich glaube, sie ist zu mobile. Das hier ist nicht gut, glaube ich. Will ich da rein? Ja doch, da will ich rein. Schön, 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 schön. Oh! Und Ult, und Ult, und Ult, und Ult. Oh, das war nicht, aber ja, irgendwas Damage. Ah, oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich war auch irgendwie so off-guard. Ich habe, glaube ich, Damage in den Wukong-Klone reingeballert. This no good. Aber die Tankiness kommt jetzt langsam. Ich sehe mich. Gehen auch 1000 Kanalpunkte? Nee. Außerdem gibt es hier keine Kanalpunkte, sondern Flirt-Coins, ja? Das ist ein großer Unterschied. Kommt das eigentlich aus der Fetischsprache? Jemanden zu. Es liegt mir zu Füßen. Ist das, sagt das jemand, wo quasi, wenn ein anderer an den Füßen ist, so? Sie liegt mir zu Füßen? Oder ist das, wenn man so umgekehrt im Bett schläft? Ja, sie liegt zu meinen Füßen. Sie liegt halt mit dem Kopf da hinten. Hm. Weiß ich nicht. Ohne Ult, ohne. Ich glaube, also weiß ich nicht. 14-6 und Shield Bow. Der ist schon strong. Könnte einen erotischen Touch haben, ja, könnte. Es könnte natürlich auch sein, er liegt mir zu Füßen, ne? Der, wenn dir halt. Vielleicht auch, wenn so ein Dollar auf der Straße liegt. Ja, der Dollar, der liegt mir zu Füßen, weil der halt vor deinen Füßen liegt. Möglich. Können wir Yasuo töten? Möglich. Oh, ganz unmöglich hier. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das kommt von dem Pennen am Bettende, ja. Sie liegt mir zu Füßen. Ich bin tot. Ich lebe noch. Ich würde jetzt sterben. Bin dann tot. Ja, Ahri ist halt fett, ne? Die sind alle fett. Ne, nicht alle, aber es ist eng. Botlane ist halt 4-14, Leute. Die haben First Kill gemacht und zu Labbedi-Dabbedi-Babbedi bei. Zu Füßen liegen kommt, glaube ich, aus dem Mittelalter. Wenn Untergebener im Allianz zu Füßen liegt. Ne, also das klingt ja wohl nach Quatsch. Das klingt nach Quatsch. Ich glaube, das ist eher so, wenn dein Nutella-Brot dir runterfällt und dann sagt man, oh, mein Nutella-Brot, das liegt mir zu Füßen, weil es halt vor deinen Füßen liegt. So, wow. Hey, und dann sagt so, hey, Bro, wenn so dein Kumpel gerade da ist, dein Nutella-Brot, das liegt zu deinen Füßen. Oh, wow, das habe ich gar nicht gesehen. Danke, wow. Das ist nett, dass du es sagst. Es ist mir nur gerade runtergefallen. Aber ich hätte es jetzt nicht gewusst sonst. Ja, Leute, das Game liegt uns überhaupt nicht zu Füßen. Was passiert hier? Ich sterbe nur noch useless, aber wir fighten noch useless. Und die Ahri, das war schon gut, was die Ahri da gemacht hat. Brauche ein bisschen mehr Geld. Ich bin, glaube ich, auch underleveled. Ja. Yep. Levels wären gut, Geld wäre gut, Items wären gut. Wir farmen mal. Wir machen Power Farming. Botlane Power Farming machen wir jetzt. Dann können wir alles schaffen. Darf ich das Nutella-Brot von deinen Füßen essen? Das ist schon wieder ein anderes Sprichwort. Können wir Ahri im One-on-One töten? Wenn sie keine Ult hat, vielleicht. Hier, wenn sie da reinläuft, dann mache ich's. Dann mache ich's. Macht sie nicht. Ich glaube, ich gehe lieber zu meinem Team, oder? Die haben halt auch noch Ballon. Ballon haben die. Ballon. Nehmen wir mal die Wave hier mit. Bisschen Geld. Will der mich? Der will mich nicht. Okay, er macht aber auch nicht Damage. Ich glaube schon, dass er mich will. Aber ich liege nicht zu seinen Füßen. Weil ich stehe ja noch gerade. Aber leider, man muss sagen, unser Darien. So, wir gehen erstmal. Brasnikov. Damage. Ich muss gerade kurz. Ich habe Cooldown auf alles. Auf alles habe ich Cooldown. Jetzt können wir wieder rein. Und die Ahri weiß nicht, dass ich hier bin. Komm schon, Füßenattacke schlagen. Füß. Den könnte ich auch, aber doch. Ja, der hat doch nichts. Der hat nicht mal Mana. Hä, dein Ernst? Tot. Das war gut, wir haben jetzt und wir kriegen jetzt, wir müssen ja die Tankiness erst aufcraften. Deswegen könnte man halt überlegen, ob man erst Derax und dann Ravenous. Braucht man Ravenous überhaupt? Braucht man Ravenous? Naja, ich sag mal so, Ravenous gibt schöne CDR. Na, und ohne CDR hätte ich keine CDR. Das ist schon ein Problem. Muss man so sagen. Alle tot?
Game is free? Also da könnte man drüber diskutieren, wie man den Bild macht. Serax ist schon ein Must-Have. Ich finde ja auch das hier cool, aber irgendwie brauchen wir ein bisschen Velocity, weil wenn ich zu lange Cooldown auf der Q habe, ne, das haben wir ja gerade gesehen, das war immer wieder wichtig. Jede Sekunde zählt. Die 9 Staffeln. Shit. Vielleicht können wir den Tower getten. Drache in 3. Was ist das? 3? 3. Ja, Raven es gibt. Ich meine, der AOE muss man natürlich auch sagen, der ist gut mit meinem Klon zusammen, wenn wir gegen mehrere Boys und Girls fighten. Ich glaube, den könnte ich fighten, actually, aber nur, wenn er alleine ist. Ja, so klappt es nicht, aber... Ja, Mann, die Leona, ey, die liegt doch zu seinen Füßen. Die schlafen doch zusammen in einem Bett. Die ist immer always Ultras bei ihm. Okay, cool, 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 cool. Also jetzt, was für ein Item? Jetzt. Was brauchen wir? Die haben vor allem giga viel AD Damage. Wobei auch AP, aber vor allem der AD Damage ist hart. Ich würde ja echt gerne das bauen. Aber die Leona ist halt immer always Ultras bei Yasuo. Und ich glaube, das ist kein guter Plan. Was ist mit Rune King? Was macht Rune King eigentlich? Wo ist Rune King? Was macht Rune King? Und Blutdürster wäre, glaube ich. Ah, brauche ich so viel Lifesteal? Weiß ich nicht. Ein bisschen mehr Tankiness? Weil ich weiß so viel nicht. Woher soll ich so viel wissen? Hallo, Bee. Bin da, ich bin da. Ich hab Bock. Ich hab noch keine Ult. Das ist ein bisschen problematisch. Ich hätte aber da und bin Bock. Und Bockus. Schmockus. Schmockus. Jetzt mal kurz. Und jetzt zum Beispiel wieder müssen wir auf Q warten. Ohne Q kein Q. Deswegen Cooldown oder Lutz ist schon wichtig. Ich habe halt auch keine Ult gehabt. Ich würde sie fighten. Ich glaube, sie hat. Ich würde auf den Backdraw ingehen. Passt auf. Jetzt auf Widdish und jetzt gehen wir da rein. Shit, ich komme so schnell nicht hin, oder? Go! Du hast kein Ult! You cannot! Okay, perfekt, abgeblockt. Und jetzt habe ich sie verängstigt. Sehr schön gemacht. Jetzt wird sie sich nicht nochmal. Das sollte ihr eine Lehre gewesen sein. Die wird sich nicht nochmal mit mir anlegen. Barmox, ja. Barmox à la Playa. Wir farmen erstmal schnell. Wir brauchen noch. Wir sind levelmäßig immer noch ein bisschen nicht mehr so sehr. Bisschen hinter. Wir nehmen mal schnell noch ein bisschen was mit. Ja, Magieresistenz wäre gegen Ari schon gut. Aber die Aborigines, was sagen die dazu? Das sind die Leute, die in Australien wohnen, im Urwald. Das sind die Aborigines. Meinst du jetzt, die heißen Rigines, weil es halt Genies sind? Aborigines. Oder ist das so Englisch? Aber you are Genies? So, ja, ihr lebt im Wald, but you're Genies. Oder sind sie vielleicht Chinese? Australien ist ja so relativ Chinese. So, ich kann nicht noch schnell weg. Was kaufen wir? Was kaufen wir? Mach nicht diesen. Mach nicht diesen, habe ich gesagt. Ich würde aber erstmal, ich habe keine Ult. Ohne Ult bin ich nicht, das ist nicht dasselbe einfach. Kann er bitte sterben? Kann er bitte sterben? Sehr schön. Ich habe immer noch keine Ult. Ich habe noch keine Ult. Ich bin aber Tanky. Tanky 1000. Okay, tot. Ja, Tanky tot. Leute, der kommt ja so, der wird alle töten und Ari, ihr werdet alle sterben. Jeder ist tot von euch. Alle sind tot. Tötet sie noch. Schön. Ja, Darius Design. Schön, sie blutet. Blüte, Blüte, Blüte. Oh, sie ist, macht Cut. Ja, schön. Wow, und Darius. Nee, doch nicht. Nee, geh raus. Geh rein. Ja, dann bleib drin. Geh rein. Raus. Schön. OMG. So, was ist mit dem Item? Was macht das Item? Es macht Lifesteal. Ich glaube, mehr Tankiness wäre cool, oder? Drachen haben wir jetzt 2 hier nach. So. Bisschen Anti-Heal. Ja, sehr guter Plan. Schöner, guter Plan. Der ist schön und gut. Gibt es... es gibt nur die Dörnmail. Aber eine Dörnmail. Ja, eine Dörnmail. Das ist Tankiness und schön. Eine schöne Dörnmail. Wo ist denn Dörn? Da, Dörn. Wir kaufen, wir sind ja eh tanky. Eine Dörnmail und vielleicht noch irgendwie ein Phantom Swancer oder so. Das ist nicht schlecht, weil die haben bestimmt auch alle Heal, oder? Der heilt sich hier, ist Derax heilt doch, glaube ich. Er heilt sich sowieso alle. Ja, schön. Schön, schön, schön. Zack. Jetzt schnappen wir uns noch schnell ein bisschen Geld. So, also was ist das Infernal? Oh, vielleicht fightet er mich. Komm. Oh, bitte greif mich nicht an. Bitte greif mich nicht an. Oh, ich bin random. Oh, greif mich nicht an. Ah, geprankt. Oh, shit. Ich glaube, ich bin tot. Ich darf nicht zeigen, wer der Richtige ist. Oh, ich töte, Leute. Ah, ich hätte getötet. Alleine hätte ich getötet. Ja. Juhu. Also, aber alleine habe ich Strong, Leute. Ich bin Strong alleine. Shit, die machen jetzt Baron.
Ja, alleine habe ich Power. Ist halt die ohne Vizilione, ne? Boah, wie schnell Baron weg. Weil wie kann Xin den habe ich. Ah ne, ich habe Wukong gekillt. Wie kann Xin Leona immer überall sein? Ich glaube, Leona ist so Friendzone bei allen. Ja, es ist nicht so gut hier, Leute. Vielleicht solltet ihr nicht fighten, weil ich fehle und die. Ja, ich weiß nicht, ich bin mehr wert als Wukong. Wow, schöner Damage, aber das war's. Jetzt hat Leona nichts mehr. Sie ist jetzt offiziell eine Vase. Wenn Leona einmal das gemacht hat, was sie gemacht hat, kann sie nichts mehr machen. Einfach Vasen-Gameplay dann. Schön, sie hat ihn gekillt. Schön. Ari hat auch Heal, das stimmt. Aber ist jetzt nicht das meiste. Und das ist halt auch sehr situativ, aber ja. So, wir müssen jetzt schnell Dörnmail und dann gucken wir mal. Dann bauen wir noch irgendwas mit Damage. Hallo Saskia, hallo. Hallo, hallo. Gut, was machen wir? Ich würde ja gerne jetzt jemanden feide. Ne? Ich würde. Oh, den töten wir. Den töten wir. Oder Ari. Nee, der ist wichtiger. Töten wir erstmal den. Guten Tag. Mann, ey, ohne Witz. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich das ausgedacht? Ich hole mir jetzt Ari Schmari. Und Feuer! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Er ist tot. Wir sind tot. Jeder ist tot. Ich lebe. Ich lebe noch. Sie ist nicht tot. Ich bin tot. Nee, sie ist tot. Oh, Livestream. Ich hab Livestream. Komm, Livestream. Kick rein. Livestream. Mehr. Livestream. Geld, 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 Geld. Was? Der Turm? Sind hier noch irgendwie Gegner? Nee, alle. Wo ist denn Ari? Ist die weg? Okay, lass mal erstmal Dörnmail fertig machen. Und brauchen wir dann vielleicht noch irgendwie ein Magieresistenz-Item oder lieber? Ich glaube, ich brauche mehr Attack Speed, actually. Mehr Attack Speed wäre hier schon ein guter Deal, weil das so ist halt. Weil mein Kraken-Slayer macht halt mehr Damage, je mehr Attack Speed ich habe. Wie funktioniert Grund Kingslayer, Leute? Jetzt mal ehrlich auf Basis hier. Was steht da? Wo ist denn der Scheiß? Hier. Also, 25% ist jetzt nicht das meiste. 40% ist auch nicht das meiste. Ist auch relativ günstig, das Item. Naja, wobei, ich habe das Schwert. Also, man macht, glaube ich, Lifesteal unhit-mäßigen Damage. Und man alle drei Attacken oder so wird das Move-Speed reduziert, was ja nicht so wichtig ist. Weil ich das ja eh mache. Ein Fandom Dancer. Naja, was macht denn Fandom Dancer? Er macht nur, dass ich durch Viecher durchlaufen kann, oder? Wurde halt auch schon 12-mal geändert. Meine On-Hit wäre halt nicht verkehrt zusätzlich noch. Wir sind jetzt nicht der klassische Assassine, sondern wir sind halt schon tanky, ne? Muss man sagen. Fast 3k Leben, 150 Rüstung. Nur Ari, die meldet uns halt. Aber da müssen wir halt gucken, dass sie uns nicht fightet. Mein Team darf jetzt nicht fighten. Ich versuche mal ein bisschen gegen zu pushen noch. Okay, da ist eine Ari. Vielleicht will die ja ein Affront starten. Könnte sein. Aber das Problem ist, jetzt werden mehrere Boys und Girls zu mir kommen. Oder auch nicht? Vielleicht auch nicht. Witzend. Ja, Witzend ist auch eine coole Idee, weil wir dann noch Magieresistenz hätten. Bin mir unsicher. Wäre aber auch eine gute Idee, tatsächlich, generell. Okay, Drache, ich muss zum Drachen. Oder ich versuche noch eine zu pushen, weil sonst... Das Problem ist, wir haben die gleich... Ich muss halt schnell zum Drachen rüber, aber so ein bisschen... Selbst wenn ich nur ein bisschen Damage mache. Weil das Problem ist, dass die... Ja, die pingen jetzt, aber... Dass die gleich einfach in unserer Basis sind, während wir am Drachen gestallt werden. Da denkt niemand dran. Ne? Jetzt haben wir ein bisschen Raum. Ansonsten könnten die einfach warten, bis die Viecher in unserer Basis als Kleinacken und jemand basen muss. Was ist hier los? So, Leute, jetzt müssen wir aber auch hier ein Go geben. Ja, ich hole mir ein Fitz End dann. Da ist auch viel Attack Speed drauf, glaube ich. Hat die Bock auf mich? Die haben alle Bock auf mich. Ultet die? Ultet er? Ultet jeder? Niemand ultet. Hä, okay, das geht übel weit, Leute. Ich bräuchte ein bisschen Appreciation hier gerade. Okay, cool, 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 cool. Ich bräuchte auch ein bisschen mehr CDR noch. Das ist auch ein bisschen dünn gesät. Was heißt, wenn man etwas dünn sät? Gibt es das Wort überhaupt dünn säen? Die Wörter. Ist das ein Sprichwort? Das ist ganz schön dünn gesät. Ne, das heißt, dass nicht viele Pflanzen da sind, weil man zu wenig gesät hat. Shit, das ist bad. Bad, 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 bad. Das ist schlecht gesät, würde ich sagen. Sehr bad. Ich glaube, wir haben verloren. Das, wer hat bitte keinen Bock auf dich? Ja, das möchte ich doch meinen. Aber ich glaube, das hier war... Aber er war auch gar nicht dabei, der Jin Waslowski, oder? Darius hat nicht geultet. Ich will ja auch jetzt nichts gegen LeBlanc sagen, aber LeBlanc ist halt... Da kommt nichts, ne? Die kann nicht gut farmen. Die hat halt nur kurzen Burst. Und von denen stirbt halt niemand durch Burst. Niemand. Nicht mal Ari. So, du kannst hier niemanden bursten. LeBlanc ist einfach eine Vase in diesem Spiel. Sie ist eine klassische Vase. Ich glaube, das war's. This it was. Ja, schade. Und warum? Weil wir am Anfang zu hart gewonnen haben.
Ich meine, ich habe echt viele Tode, aber ich habe auch viele Kills. 14 Kills. Und ich hätte echt mehr machen können. Aber unser Team hat einfach unterlegen. Wir waren einfach... Unsere Botlane war ja auch 0-1000, ne? Da sind einfach die Hände gebunden. Woher kommt das Sprichwort, mir sind die Hände gebunden? Ist das halt, weil man damals... Naja, also entweder man wurde entführt und so, dann ja, kannst du mir die Waffe reichen? Nee, Bro, meine Hände sind gebunden, es geht nicht. Oder ist es halt doch wieder so ein sexistisches Ding, so? Ja, dann blass mir doch einfach ein. Ja, Brudi, meine Hände, die sind gebunden, was soll ich tun? So, ist es das vielleicht? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, gut, wen honoren wir? Niemanden, schade.